Was geht und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr ein Jail Mini auf eurem Server installieren könnt. Als allererstes downloadet ihr euch diese zwei Winrar-Dateien hier, die findet ihr in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung kommt ihr erstmal auf meinen Discord drauf. Dort müsst ihr dann diesen Schritt hier einmal unter YouTube-Info machen. Ist eigentlich nur Abonnent sein und das dann noch über diesen Link hier nachweisen. Dann bekommt ihr nämlich Zugriff auf diesen Kanal hier, beziehungsweise müsst euch hier erstmal verifizieren. Und dort findet ihr dann diese beiden Winrar-Dateien. Da ich meinen Server gestoppt habe, habe ich hier einmal den Resource-Ordner nachgemacht. Also ihr müsst einmal in den Resource-Ordner rein und dann können wir auch schon Prison Map Addon öffnen. Und das hier reinziehen, einfach in den Resource-Ordner rein und müssen dann in den ESX-Ordner rein. Dort ziehen wir dann das hier rein, aber machen wir schnell das Master weg. Was wir natürlich für das Menü brauchen, ist ESX Police Job, ist eigentlich ganz klar, müsste auch jeder haben normalerweise. So, dann treiben wir das Ganze natürlich noch in der Config ein und dann hätten wir das Ganze sogar schon installiert. So, wenn wir jetzt einmal in den Ordner hier reingehen, sehen wir unter der README-Datei diesen Abschnitt. Dort finden wir dann drei Befehle. Ja, das sind halt die Befehle dann. Slash Jail ID des Spielers, Jail Time, wie lange ihr es haben wollt, dann in Minuten, Beschreibung und ja, das können halt nur Leute machen, die auch Polizist sind. Dann wieder aus dem Gefängnis entlassen. Das geht dann halt, wenn ihr zum Beispiel jemanden früher entlassen wollt. Dann habt ihr hier noch ein Menü. Ja, das wären halt die Befehle, ne? Wie gesagt, ihr braucht den Police Job. Und ja, das war's auch schon. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, dann... Ah, nee, das war's noch nicht. Nämlich müssen wir hier in der Datei noch die SQL-Datei kopieren. Beziehungsweise einfügen halt in die Datenbank. Ja, das müssen wir noch einfügen und dann war es das aber auch wirklich. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ich euch helfen konnte, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, joint gerne in meinem Discord, da lade ich auch täglich Ressourcen, Hearts und so weiter hoch. Also joint da gerne drauf und dann würde ich sagen, haut rein.